Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Scheer, Sie haben angesprochen, dass es nötig ist, Anstrengungen zu unternehmen, die nicht nur den Folgen des Klimawandels entgegenzuwirken, worin wir nicht im Dissens sind, sondern auch dem Klimawandel an sich entgegenzuwirken. Der Klimawandel an sich ist ja dann wohl die Komponente aus zwei Komponenten, nämlich dem anthropogenen Anteil, über dessen Anteil wir im Dissens sind, und natürlich dem großen Batzen des natürlichen Klimaschwankungen, die seit Hunderten von Millionen Jahren bestehen, worüber wir im Übrigen auch nicht im Dissens sind. Die Frage jetzt: Glauben Sie, dass die Menschheit eine Technologie besitzt, eine Terraforming-Technologie besitzt, um den natürlichen Klimawandel, den es seit 100 Millionen Jahren gegeben hat, in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen? Möchten Sie erwidern? Dann haben Sie das Wort. An Ihren Fragen ist das Tückische, dass Sie schon so viel Unwahrheiten enthalten, dass man gar nicht weiß, wo man dran setzen soll. Sie unterstellen immer wieder, dass der Klimawandel in der nicht-anthropogenen Sphäre, dass der von Ihnen gar nicht geleugnet würde. Aber wenn man Ihre Anträge ernst nimmt, wenn man Ihren Reden zuhört, dann tun Sie eben genau das doch. Immer wieder reden Sie vom imaginären Weltklima und solchen Dingen. Also seien Sie doch ehrlich, Sie verleugnen den Klimawandel als Gänze, in Gänze. Insofern ist es einfach Quatsch, dass Sie mir die Frage stellen, ob wir da irgendeinen Konsens haben könnten. Fangen Sie erst mal an, den Klimawandel nicht weiter zu leugnen. Flüchten Sie sich nicht ständig in Ihre Ausreden, dass das eine Differenzierung gäbe bei Ihnen zwischen Mensch gemacht und sonst wie was. Das behaupten Sie immer. Es stimmt aber doch gar nicht. Insofern fangen Sie erst mal an, die richtigen Fragen zu stellen. Dann kommen wir ins Gespräch.